Die Handwerkerleibstunde ist ein Instrument für jeden, der sagt, ich habe da Lust drauf, in der Schule Schüler abzuholen, um auf Praktikumsplätze und Ausbildungsplätze zu werben. Ich selber kann so auch gleich schauen, wie ist im Moment überhaupt die Lage in den Schulen? Wie ist die Stimmung gegenüber dem Handwerk? Wir können die Kinder an der Schule abholen. Und ich will es mal so übernehmen, Handwerk macht Schule. Wir warten nicht darauf, dass die Kinder sich irgendwann mal in den Betrieben bewerben, weil sie vielleicht nichts anderes bekommen haben, sondern wir wollen direkt in den Schulen für das Gewerk Sanitärheiz- und Klimatechnik werben. Das ist eine Möglichkeit, Ihnen mal zu zeigen, dass Handwerk Spaß macht und dass man was schaffen kann. Was wir hier für Einblicke bekommen mit dem Kupferhorn und so, das Zusammenschließen, die Formen, die wir machen, die Fußbohner zu verlegen und so, das gibt einem alles schon mal einen kleinen Einblick dazu. Also, aber auf jeden Fall würde ich daraus verschließen, dass ich mir definitiv nochmal ein Praktikum oder mich definitiv nochmal bewerben möchte bei Hinz für ein Praktikum. Diejenigen, die sich in den Handwerkerleibstunden gut angestellt haben und auch viele Fragen gestellt haben oder auch sich selber beim Vorstellen schon als interessiert gezeigt haben, sind dann auch am Ende diejenigen, die sich bewerben für ein Praktikum. Also man kann schon sehr gut ausmitteln, wer da tatsächlich wirklich Interesse zeigt und eventuell auch passen würde. Die Politik hat jahrelang immer gesagt, jeder muss immer die gleichen Chancen haben. Dann wurde eigentlich jedem so eingetrichtert, du musst ein Abitur machen, sonst ist es irgendwie schwer möglich, eine vernünftige Ausbildung bzw. einen Beruf zu erlernen. Das war die Geburtsstunde der Handwerker-Leibstunde, zu sagen, wir erarbeiten ein Konzept im Stationsbetrieb, zu sagen, wie kann ich quasi im Gaming-System Schüler den Beruf Heiz- und Sanitäranlagenmechaniker vorstellen. Das ist im Prinzip gar keine Arbeit. Wir haben die Räume gestellt, wir haben Gespräche vorher geführt, um das Ganze abzustimmen und ansonsten wird alles mitgebracht. Die Peter-Jensen-Stiftung hilft uns in dem Moment auch die Firmen zu organisieren. Die Betriebe an sich haben immer erstmal ein bisschen Angst. Ne? Sie haben weder eine PowerPoint vorbereitet, noch haben sie Lust, eine PowerPoint zu machen. Ich hätte mit mehr Aufwand gerechnet tatsächlich. Ich habe dann mit den Rücksprachen gehalten und die sagten mir eigentlich, nö, wir stellen alles, kommen ein bisschen früher, wir klären das vorher alles ab, betreuen die Gruppen, erzählen ein bisschen was aus deiner Perspektive. Das haben wir gemacht. Das Material wird mitgebracht, das Know-how wird mitgebracht. Es ist, wie gesagt, die Firma aus der Nähe mit involviert worden. So, und der Nehmer hat natürlich den Vorteil, die Schüler schon mal kennenzulernen und gegebenenfalls auch schon den zukünftigen Azubi näher kennenzulernen und seine Fähigkeiten. Tatsächlich ist es so, dass ich mir in der Vorstellungsrunde bei den Handwerkerleibstunden schon ein paar Notizen mache, also von den Schülern, über die Schüler. Und interessanterweise ist es beim letzten Mal tatsächlich so gewesen, dass eben zwei von unseren jetzigen Azubis schon auf dieser Liste standen. Mit der Handwerkerleibstunde hat es dann wirklich angefangen. Hat einen Kopf Klick gemacht, das was ist innovativ. Ich habe halt wirklich immer auf mein Berufsfeld geachtet, ob das auch zukunftsfähig ist. Und genauso abwechslungsreich ist auch dieser Beruf. Man hat Kundenkontakt, wenn man das möchte. Man hat keinen Kundenkontakt, wenn einem das nicht liegt. Man kann kreativ arbeiten, wenn man Bäder plant. Man zeigt halt, was passiert in diesem Job, also in diesem Fachgebiet. Das ist schon sehr wichtig gewesen. Also dann sieht man auch, ob man noch dazu Bock hat, was da passiert, wie es passiert, Vorurteile, Nachteile, alles drum und dran. Ja, und der Tag hat mir auch sehr geholfen, was ich auch jetzt machen muss und sowas. Das war schon sehr gut. Wenn ihr SHK-Handwerker oder Handwerkerin werdet, dann könnt ihr überall in Deutschland einen Job finden. Aus der Vergangenheit zu lernen heißt einfach auch, selber mal ein bisschen Initiative zu ergreifen und nicht immer nur zu warten, dass die Leute zu einem kommen. Was wir so Praktisches gemacht haben, einfach die Tätigkeit. Und so wurde hier uns echt so ein bisschen beigebracht und das hat mich irgendwie inspiriert dazu. Deswegen denke ich mir, würde ich gerne nochmal ein Praktikum machen und ein bisschen mit denen unterwegs, mit Monteuren vielleicht. Es ist eine Win-Win-Situation. Die Unternehmer, die können sich ja auch gleich die Jugendlichen angucken und schauen, wer passt zu uns, ne? Wen wir ein Angebot vielleicht unterbreiten. Viele wissen gar nicht, trotz dessen, dass man ein bisschen erzählt, was das eigentlich ist, womit das genau zu tun hat. Und so denke ich, ist es wichtig, dass man ihnen einfach Möglichkeiten gibt, denen das mal zu zeigen. Der Unternehmer, der mit vor Ort ist und für Praktikumsplätze werben möchte, der sollte schon kommunikative Auszubildende mitbringen, weil das ist die beste Basis für künftige Auszubildende. Ohne die Firmen geht es auf gar keinen Fall, weil letztendlich merkt sich der Schüler nach so einem Tag heute nicht unbedingt, was er gemacht hat, sondern er erinnert sich meistens an den Betrieb. Das ist eben der Grund, warum ich sagen würde, probiert es bitte aus. Wie gesagt, der Einsatz, mal einen halben Tag zur Schule zu kommen, ist jetzt nicht groß. Und deswegen sage ich zu den Betrieben auch immer, bleibt locker, bleibt entspannt, habt keine Angst vor denen. Die Schüler haben mehr Angst vor euch als ihr vor ihnen. Und baut mit dem was Cooles. Am Ende müssen sie sich nur an euch erinnern. Pressen. Kommt Nico näher, will das einhampen und sagt, das reicht nicht.